Grüß dich, das ist unser Video-Tutorial, wie man sich Teams auf den Rechner loadet und zum Synergieren bringt. Als erstes geht es in einen Browser rein und schreibt in Teams Download zum Beispiel. Und dann kommt es schon auf die Microsoft-Seite und kannst dann direkt drauf gehen. Ladet es direkt für ihn, nicht für Chip oder irgendwas sonst. Und wenn es jetzt schaut, dann sagen wir da Download for Desktop oder ich kann auch oben Teams anladen. Jetzt frage ich mich nochmal, will ich es von Desktop anladen oder will ich die mobile App? Kann zum Beispiel für ein Tablet auch interessant sein, wenn es auf dem Tablet macht. Aber man kennt es auch mal aus dem App Store hatieren. Also laden wir Teams an. Und jetzt sagen wir schon, aha, ich speichere das jetzt auf deinen Rechner. Was er noch auch oben tut. Dann können Sie halt schauen. Bei mir ist ein kleiner 2 daneben, weil ich das jetzt schon ein paar Mal getan habe, während ich die Tutorials gemacht habe. Und dann sieht es wie allem, wenn es ein Programm installiert, weil das angeladen ist, klickt es einfach da drauf. Dann kommt die übliche Administratoren-Nachricht, dass es die Installation zulässt. Und so ist es eigentlich schon, dann installiert sich das von der Lohnung. Und nachher habe ich es irgendwo auf einem Desktop, habe es nachher ein Icon, wo ihr es in das Teams reingehen könnt. Ich starte es jetzt einmal. Und da könnt ihr es nachher eine E-Mail-Adresse umgeben. Zum Beispiel, wenn ihr schon Teams zustimmend benutzt, dann könnt ihr die Cell-Adresse nehmen. Oder es könnt ihr eben die Schuladresse, die S-Netz-Adresse nehmen. Oder es macht ein etwas Neues. Da unten kann man sich kostenlos registrieren, kann man sich eine Adresse machen und nachher Teams nutzen. Soll, könnt ihr das Team bewältigen. Ich gebe jetzt einmal meinen Account in. Und nachher sehe ich, was gleich passiert. Natürlich will er jetzt ein Passwort wissen, damit nicht jeder meinen Account benutzen kann. Und das startet jetzt gemütlich. Und das wird bei Enke auch kommen. Und wenn es jetzt zum Beispiel Teams auch für die Schule nutzt oder für einen Betrieb oder sonst irgendwas, dann gibt es da mehrere Einträge. Bei mir gibt es jetzt leider einen, weil ich das sonst nicht benutze. Aber es kann bei Enke sein, dass zum Beispiel eine Schule drinnen ist und die Gitacht. Dann wählt es die Gitacht aus. Und wenn es Enke noch wieder ummeldet, dann könnt ihr es eigentlich mit der Schule ummelden und dann seid ihr wieder in einem Schulteams drinnen. So, wählen wir mal das aus. Dann will er nochmal ein Kennwort natürlich. Schauen wir das Gleiche. So, nachher kommt es eigentlich schon in Anchor Teams rein. Und da habe ich auf Seite verschiedenen Teams innerhalb von der Organisation. Ich habe jetzt mehrere zum Beispiel, ich habe da die Lehrpersonen, ich habe da den Schlagzeugunterricht und sie haben darunter als Kanäle die einzelnen Schüler. Und ich habe wahrscheinlich eine Einladung von einer Lehrperson gekriegt, also könnt ihr einfach noch schon da in die entsprechenden Sachen reinschauen. So, das war's.